Hallo, meine lieben Aktienfreunde, ich habe euch drei kaufenswerte Aktien mitgebracht. Davon eine, die ihr wahrscheinlich schon kennt, ein Unternehmen, das momentan aber günstig zu haben ist, und die anderen beiden sind auch relativ günstig zu haben, werdet ihr ja gleich sehen. Und da handelt es sich aber eher um Exoten. Deshalb vielleicht umso spannender diesmal. Mein Name ist Thorsten Tiede, geht es ums langfristige Investieren in Qualitätsaktien. Und an der Stelle noch ganz wichtig, keine Kaufen, keine Verkaufsempfehlung. Und die erste Aktie wäre die United Health Group, sicherlich dem einen oder anderen bekannt, weil sie es auch ins Starterdepot geschafft hat. Langfristig ein hervorragendes Investment, der größte Krankenversicherer in den USA. Hier sehen wir die Performance über 7000%, wenn man nur lang genug zurückgeht, hier Anfang 2000. Kurzfristig aber ist hier der Wurm drin. Da hat die Aktie über 12% verloren, und da war jetzt nochmal ein Abverkauf, gerade jetzt vor kurzem, vor wenigen Tagen. Also, und da hat die Aktie nochmal 6,4% nachgegeben. Warum? Weil die Vergütungssätze für Medicare nicht so stark gestiegen sind, wie man das erhofft hat. Medicare ist für die sozial Schwachen eher in den USA gedacht. Der Staat versichert da diese Menschen. Und das können Sie entweder direkt machen, sich beim Staat versichern lassen, oder Sie schließen die Versicherung ab über ein paar privaten Krankenversicherer. Und das machen immer mehr Menschen, das heißt ein Medicare Advantage. Und hier sieht man, wie der Anteil derjenigen, die über einen privaten Krankenversicherer eben Medicare abschließen, steigt. Das sind jetzt schon über die Hälfte, und es sollen 62% sein im Jahr 2033. Der größte Profiteur davon, oder ein sehr großer Profiteur davon, ist die United Health Group. Das sieht man hier. Die haben einen Anteil am Markt der Medicare Advantage Versicherung von 29% und damit mehr als alle anderen Krankenversicherer einzeln natürlich. Und weil jetzt die Vergütungssätze nicht so stark steigen, 3,7%, gab es jetzt einen kleinen Abverkauf. Allerdings kann der private Krankenversicherer dann selbst noch mal ein bisschen adjustieren und beispielsweise Leistungen wegnehmen. Und ist es halt so, in einem Jahr steigt es stärker, in einem anderen Jahr steigt es weniger stark. Jetzt ist halt weniger stark gestiegen, ist halt ein Abverkauf, ein kleiner jetzt deshalb passiert. Langfristig aus meiner Sicht ist die Wachstumsstory aber trotzdem intakt, und deshalb könnte es eine gute Einstiegsgelegenheit jetzt sein. Insbesondere auch die Dividendenrendite ist jetzt nochmal schön stark angezogen, liegt jetzt bei 1,6%. Hier vor kurzem lag sie bei lediglich 1,1%, und oder hier Ende November bei knapp 1,3%, und die Dividende soll auch weiterhin schön dynamisch steigen. Dass es sich hier um Qualitätsunternehmen handelt, kann man, denke ich, relativ einfach sehen, wenn man hier in den Qualitätscheck reingeht. Deshalb springen wir gleich mal in die Multiples rein und nehmen wir hier den bilanzierten Gewinn. Da sehen wir, dass die Aktie mal relativ teuer gewesen ist, dass er hier dann korrigiert hat. Und momentan sind wir hier bei um die knapp 19 KGV. Das ist jetzt unter dem Durchschnitt, und hier sehen wir, wie das KGV weiter sinken soll, dank der weiter prognostiziert steigenden Gewinne. Die Wachstumsstory ist ja weiter intakt im Großen und Ganzen. Das heißt, wenn wir jetzt dann gucken, ob die Aktie günstig zu haben ist, nehmen wir auch hier den bilanzierten Gewinn. Sehen wir mal den schönen Gewinnverlauf, legen hier den fairen Wert dann auch gleich drüber, zoomen ein bisschen rein, und dann sieht man hier, dass die United Health Group Aktie lange Zeit ja überbewertet gewesen ist, und jetzt haben wir wieder dank der Korrektur den fairen Wert erreicht. Und wir haben hier schon eine kleine Warnung übrigens, das heißt eingeschränkte Aussagekraft, wenn du noch einen Analysten schätzt. Hier sind es noch 9 Analysten, das heißt, wir nehmen den 31.12.2026 und hier den fairen Wert und der liege dann bei 655 US-Dollar. Das wäre also ein neues Allzeithoch, weil eben auch die Unternehmensgewinne entsprechend stark steigen sollen. Das würde bedeuten eine jährliche Rendite von 15,3% auf knapp 3 Jahre, 2/3 Vierteljahre, berechnet auf einem KGV von 19. Wenn man hier das prognostizierte Gewinnwachstum sieht, das so um die 12-13% liegt, dann halte ich das KGV von 19 schon für vertretbar. Wir haben auch den Prognosekorridor, der ist ganz neu. Wenn man hier reinzoomt, dann sieht man, dass der Korridor bzw. die Prognosespanne hier relativ
nah beieinander liegt. Das heißt, ein positives Zeichen. Die Unsicherheit ist nicht allzu groß. Nehmen wir jetzt mal die pessimistische Prognose hier und gucken, was wir dann für eine Renditeerwartung haben. Dann liege die immer noch bei 12,1% aufs Jahr. Aus meiner Sicht nach wie vor attraktiv. Das wäre die Aktie Nummer 1. Auf zur Aktie Nummer 2. Ich habe ja Exoten versprochen und das wird da der erste sein. Und zwar Wuxi Biologics. Wenn wir uns diese Aktie hier anschauen, was machen die? Sind ein Auftragsfertiger für Biopharmazeutika. Und die waren ein ganz großer Corona-Profiteur und der hat den Aktienkurs in schwindelerregende Höhen getrieben. Und dann ist die Aktie aber wieder abgestürzt. Die Aktie hat ein Allzeithoch bei 144 Hongkong-Dollar und momentan kostet sie noch 14 Hongkong-Dollar. Man sieht also, extrem abgestürzt, 90% verloren. Allerdings, wenn man hier in den Qualitätscheck reingeht, dann sieht man, dass es fundamental doch recht gut läuft. Wir hatten hier das Corona-Hoch gehabt. Man sieht, dass da die Margen richtig angesprungen sind, war also ein lukratives Geschäft. Deshalb entsprechend auch der Gewinn stark angezogen. Jetzt haben wir eben wieder eine Normalisierung. Man sieht dann auch hier bei den Multiples, dass die Aktie da teilweise mit einem KGV von um die 200 bewertet war. Und jetzt haben wir ein KGV von gerade mal 11. Könnte also recht interessant sein. Man kann hier auch den bilanzierten Gewinn nehmen. Ändert sich hier kaum was. Sieht dann entsprechend gleich aus. Und da ist das KGV sogar nur bei 15. Man kennt das Unternehmen sicherlich nicht. Aber man kann auch, was interessant ist, die haben beispielsweise auch eine Produktionsstätte hier in Deutschland, in Wuppertal, haben sie abgekauft und da ist die Webseite sogar, die chinesische Webseite sogar auf Deutsch bei dem Teil, haben sie, glaube ich, von Bayer abgekauft. Hier steht es drin, von Bayer haben sie abgekauft, über 100 Mitarbeiter arbeiten hier für Wuxi Biologics als auch in die Auftragsfertigung eben von BIMA Biopharmaceutica, die haben ein komplettes Geschäftsjahr, das ist ganz normal. Die nächsten haben ein krummes Geschäftsjahr, haben die Halbjahreszahlen haben sie bereits veröffentlicht, sieht man auch hier zum 31.12., da kamen jetzt die Zahlen raus, im letzten Monat, im März. Und hier sieht man auch eben den leichten Rückgang bezüglich des Gewinns, aber nach wie vor sehr profitabel. Wir sehen auch hier, das Unternehmen ist schuldenfrei faktisch, haben also mehr Geldbestand als zu verzinsende Schulden. Und wir haben hier dann den Jahresbericht und was da auch nochmal interessant ist. Jetzt ist es so, dass im Jahr 2022 war noch relativ viel Corona-Geschäft, sage ich mal, und dann im letzten Jahr 2023, was jetzt beendet wurde, das Geschäftsjahr, hat es kaum noch was ausgemacht, hat kaum noch Gewicht gehabt, das Corona-Geschäft. Das heißt, man hat jetzt quasi diese wegfallenden Umsätze aufgrund von Corona hat man jetzt nicht mehr. Die sind hier noch weggefallen und jetzt hat man wieder quasi das ganz normale Geschäft und jetzt läuft es wieder Business as usual, was heißt Business as usual, wenn wir hier dann auch die Zuwachsraten ansehen. Das Management geht beispielsweise davon aus, dass man jetzt im Geschäftsjahr 2024 ein Umsatzwachstum haben wird, irgendwo zwischen 5 und 10%, relativ große Spanne zugegeben, aber Umsatzwachstum soll es sein. Und danach soll es wieder stärker ansteigen, weil eben überhaupt kein Umsatz mehr wegfällt durch das Corona-Geschäft, weil dann eben kein Corona-Umsatz mehr da ist. Und die Analysten schätzen hier beispielsweise dann 7% Umsatzwachstum für das Geschäftsjahr 2024, was in der Range liegt, irgendwo in der Mitte, von dem auch, was das Management sagt. Die Gewinne sollen stärker steigen, weil die Margen auch wieder anziehen sollen. Was bedeutet das jetzt für die Renditeerwartung? Wenn wir jetzt erstmal hier den bilanzierten Gewinn ganz normal nehmen, den nutzen wir hier auch für die Bewertung der Aktie und dann blenden wir hier den bilanzierten Gewinn ein. Da ist die Aktie erstmal mit einem fairen Wert von 80 Hongkong-Dollar gegenüber 14 Hongkong-Dollar, wäre sie massiv unterbewertet. Allerdings sollten wir ein so hohes KGV für die faire Wertberechnung nicht nehmen. Da wäre das
KGV. Im Durchschnitt der Vergangenheit liegt es bei 90, aber wir haben hier massive Überbewertungen. Und ich würde das KGV deutlich senken und zwar auf einen aus meiner Sicht wirklich konservativen Wert von 20. Wir haben hier laut Analystenschätzungen ein Wachstum, was um die 20 liegt. Also Gewinnwachstum um die 20% im Jahr. Ich würde auf 20 senken und dann kämen wir hier auf einen deutlich, deutlich reduzierten Fernwert. Der liege dann hier momentan bei 17,40 Hongkong-Dollar im Vergleich zu den 14 Hongkong-Dollar, was die Aktie momentan kostet. Und dann gehen wir so weit in die Zukunft, wie die Analystenschätzungen noch aus unserer Sicht repräsentativ sind. Also hier haben wir wieder eine Warnung drin. Wir gehen also hier bis zu 2026. Dann hätten wir hier eine jährliche Renditeerwartung von sage und schreibe 32%, was ja immer noch sehr viel ist. Bei einem fairen Wert von 30 Hongkong-Dollar, da war die Aktie jetzt noch Anfang oder Mitte Januar diesen Jahres noch so hoch bewertet. Ist also ein konservatives Bewertungsszenario aus meiner Sicht. Und wenn es so kommt, wir müssen schätzen, dann wären hier sehr schöne Renditen zu erwarten. Tun wir noch den Prognosekorridor einblenden hier und nehmen wir nochmal die pessimistische Analystenschätzung, dann liegt der faire Wert bei 25 Hongkong-Dollar, was einer Renditeerwartung jährlich von knapp 23% entspräche. Aus meiner Sicht auch recht attraktiv bewertet nach wie vor. Wuxi Biologics und auch der nächste übrigens, da müsst ihr ja gucken, bin ich mir nicht sicher, ob ihr die bei Neo-Brokern wie Trade Republic oder Scalable Capital kriegen könnt. Die nächste wäre E2P Education, hatte ich auch schon mal vorgestellt. Da geht es um internationale Studentenvermittlung und das Geschäft boomt. Hier gibt es auch neue Zahlen zum 31.12.2023 veröffentlicht worden. Und man sieht auch hier anhand der Gewinnentwicklung, dass das Geschäft nach wie vor läuft. Wir haben hier beispielsweise die Webseite, ist auch ein sehr IT-affines Unternehmen, was hier eine schöne App hat, IDP Live, und die verdienen ihr Geschäft. Man sieht es dann auch hier in den Segmenten, zum einen durch die Studentenvermittlung, das wäre Student Placement, das wäre hier, aber sie haben ja auch einen Test, einen Englisch-Test, was auch wichtig ist, das International English Language Testing System Examination. Puh. Und da machen sie ja auch Geld mit und bezahlt werden sie also von den Studenten, aber auch von den Universitäten, für die sie die Studentenvermittlung machen. Und die machen auch teilweise dann auch Marketing für die Universitäten etc. und verdienen da dann auch nochmal Geld. Und in Summe läuft das schon ziemlich gut, wie man es hier sieht. Nichtsdestotrotz ist die Aktie gerade noch im Abverkauf. Man sieht es dann hier auch an der Performance. Insgesamt ein gutes Investment, aber jetzt hier Year-to-Date hat die Aktie nochmal richtig nachgegeben. Ähnlich wie bei der United Health Group hier 12,6% aufs Jahr verloren. Und wenn wir jetzt auch gleich hier ins Multiples vielleicht uns nochmal anschauen. Ah, sie sind auch ein Dividendenzahler hier. Sie sind ein Dividendenzahler und man sieht hier die Dividendenrendite mit 2,6% auch recht attraktiv. Vor kurzem lag sie bei 0,2%, vor kurzem bei ungefähr 3 Jahren. Sie soll weiter dynamisch steigen, die Dividende. Gehen wir jetzt mal hier in die Multiples rein. Und da würde ich den operativen Cashflow mal nehmen, weil der entwickelt sich hier noch zuverlässiger als der Gewinn. Und da sieht man, dass die Aktie also wirklich sehr sportlich bewertet war, mit einem KCV von knapp 80 und jetzt ist die Aktie auf ein KCV von 24 gefallen und soll dann weiter sinken auf ein KCV von unter 14 im Jahr 2027. Gehen wir gleich in die Bewertung rein, nehmen den operativen Cashflow, sieht man, wie der sich auch schön entwickelt. IPO war erst im Jahr 2015, dann blenden wir hier den entsprechenden fairen Wert mal ein, so ein bisschen näher ran. Dann sieht man erstmal out of the box, berechnet auf Grundlage eines 39er KCVs einen fairen Wert, der bei 28 australischen Dollar liege. Der Kurs ist bei 27, also massive Unterbewertung. Korrigieren wir nach unten. Und um das nach unten zu korrigieren, also konservativer zu machen, wir haben hier Cashflow, der wachsen soll bei zwischen jetzt im laufenden Geschäft dann noch 18% und dann hier 15-23%, um die 20%. Und das ist auch das, was wir ungefähr so langfristig in der Vergangenheit hatten.
Das heißt, wenn wir hier jetzt nach unten korrigieren, dann ist es auch schon automatisch ein bisschen konservativer, obwohl es ja eigentlich nach wie vor der Cashflow so wachsen soll, auch wie er in der Vergangenheit wuchs. Ich nehme ein 30er KCV und dann sieht man, wie hier die Ferienwerte auch nach unten gehen. Wir gehen wieder bei der Renditeberechnung jetzt bis Mitte 2026, die am Grund des Geschäftsjahr in Mitte des Jahres. Hier ist es wieder unzuverlässig, die Gewinn der FED. Die Prognosen sind unzuverlässig, weil so viele Analysten wegfliegen. Und dann hätten wir hier eine Renditeerwartung von sage und schreibe über 30, etwas über 30% jährliche Renditeerwartung, insgesamt 84% bis zur Mitte 2026. Der faire Wert liege dann bei 30 Dollar bzw. 31 Dollar, australische Dollar. Das wäre also ein Aktienkurs, den die Aktie erreicht hatte. Im Jahr, also 2023, vor ungefähr einem Jahr, hat die Aktie schon Hand noch hatte. Man kann auch hier mal gucken, wie groß die Unsicherheit ist anhand des Prognosekorridors. Hier ist interessant, dass es einen Analysten gibt, der mit einem starken Rückgang rechnet beim operativen Cashflow, aber auch dieser Analyst selbst geht dann wieder davon aus, weil es sind die ganze Zeit 8 Analysten, also er bleibt auch noch dabei hier, dass der operative Cashflow dann 2026 stark anziehen soll. Nehmen wir mal hier die pessimistische Schätzung und gucken dann, was wir für eine Renditeerwartung haben. Dann wäre es 24% aufs Jahr und der faire Wert läge dann bei 26,50 australischen Dollar Mitte 2026. Also das wäre die EDP Education, die auch interessantes Investment sein kann. Das waren jetzt also drei kaufenswerte Aktien. Ich denke, da ist vielleicht für jeden was dabei. Dieses Mal auch ein bisschen spekulativer wegen der EDP Education und Wuxi Biologics. Falls du eine dieser beiden Aktien interessant findest und du dann sagst, ja, ich kann lieber meinen Neobroker nicht kaufen, kleiner Hinweis, wir haben hier das Starterpaket. Es lohnt sich immer aus meiner Sicht einen Full-Service-Broker wie die Consorsbank oder die Comdirect noch zu haben, die eben auch deutlich mehr Aktien anbieten, die man da kaufen kann im Vergleich zu Scalable Capital oder der Trade Republic. Auch hier ist die Depotführung ja kostenlos. Und wenn du sagst, ja, es könnte eine gute Idee sein, vielleicht noch einen dieser Broker zu haben, dann kannst du hier über das Starterpaket deine Depoteröffnung machen, dann kriegst du den Aktienfinder für 3 Monate sogar kostenlos hier im Wert von 87 €. So, noch kleiner Hinweis an der Stelle, weil es kommt jedes Mal, wenn ich eine Aktie vorstelle, die eben nicht über Neobroker handelbar ist. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Und wenn du noch eine Frage hast oder sowas, drop a comment below under the video. Happy to discuss. Wir sehen uns beim nächsten Video spätestens. Bis dann, ciao.